Okay, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Wir sind gerade am Luche fahren. Sehr cool und toll und juhui. Das macht Spaß und ich glaube, ich muss gar nicht mehr richtig drin. Okay, na, Anna, kommt sie. Ja, ich glaube, ich mache den Part. Nee. Ja, ich habe mich jetzt vielleicht verabschiedet und hallo gesagt. Ich bin gerade nicht sicher, weil ich muss den Part, glaube ich, eh ein bisschen früher beenden, weil ich schon 11 Minuten hatte. Ich habe jetzt einen Timer in mich hier. Warum schaue ich auf die Windows-Uhr und das ist ziemlich ungenau. Jetzt für die Sekunden und so. Ich starte da einfach bei. Jetzt habe ich schon 8 Minuten. Naja, ist eh egal. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind schneller gewesen und jetzt kriegen wir einen coolen Preis. Was könnte es sein? Ich frage mich schon, was es sein könnte. Ich bin mir sicher. Ich glaube, wir haben nicht besiegt. Nun, dann könnt ihr dieses glitzernde Ding haben, das ich fand. Hm, was könnte das glitzernde Ding sein? Ist es ein Putzlo? Ich weiß nicht mehr, was es ist. Es steckt in... Was? Tagelang unter dem... Das will ich nicht mehr. Oh mein Gott, nee, das hole ich mir nicht. Nee, das war ein nettes Rennen. Und wie? Langsam fühlen sich meine Flecken besser. Ah ja, das machen wir aber später gleich. Erst wollen wir... Weggehen! Nee, Quatsch. Wir holen... Oh mein Gott, zwei dieser Reba lieber. Ah, geh weg. Jetzt steigen wir nochmal auf. Komm, steig. Okay. Und dann machen wir dieses Rennen nochmal. Oh mein Gott, aber rückwärts, also zurück. Das ist sehr spannend für euch. Wirklich. Und ich drück schon jetzt A. Oh mein Gott, ich hasse dich. Geh weg. Ah. Ich bin viel zu schnell für dich. Haha, ich bin der Mr. Lure-Fahrer. Kommt da überhaupt mit der Lore so steil hoch? Das ist viel zu schwer. Das schafft doch irgendwie. Ja, das ist ziemlich langweilig und ja, ich weiß. Es ist nicht gerade viel Neues dabei. Aber die Strecke ist trotzdem cool. Yeah. Banjo, der. Hier sollte es eigentlich schneller runtergehen. Da müsste ich fast gar nicht mehr A drücken. Das ist ziemlich dumm, dass ich jetzt hier noch A drücken muss. Ich glaube, mein Zimmer hört sich ziemlich zittrig an, weil ich die ganze Zeit hier A drücke und das erschüttert meinen ganzen Körper. Weil ich so fest A drücke, dass es meinen Körper erschüttert und ich labere wieder irgendwelchen Mist. Das ist ziemlich dumm, dass ich das jetzt hier mache. Eigentlich macht das keinen Sinn. Und darum haben wir jetzt dieses Rennen gewonnen. Yay! Bam! Der Salto rückwärts. Voll unlogisch, weil man eigentlich vorwärts und jetzt gib uns unseren zweiten Preis. Was könnte das sein? Oh mein Gott. Oh, ich bin so gespannt. Ein Putzlo haben wir schon. Vielleicht ist es ein zweites. Kala, gib mir ein Stück Papier als Preis. Was? Oh, ein Cheeto. Cheeto-Seite, cool. Ja, dann sammeln wir die mal ein und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich in diesem Level noch nicht gemacht habe. Also ich weiß, dass mir ein paar Honigwaben noch fehlen und so. Ich könnte eigentlich den Maulwurf da befreien, aber ich muss, glaube ich, den eh hier zurück. Ah, komm, sammle das ein. Ich schau mal nach, was wir noch nicht haben. Gesamtübersicht. Hm. Okay, uns fehlt noch ein Jinjo, eine leere Honigwabe und drei Putzteile. Ein Putzteil kriege ich erst, wenn ich die Schuhe habe. Ein anderes befindet sich zurzeit in Mayawas Tempel. Mayawas Tempel. Und das dritte. Ich weiß es nicht. Naja, ich gehe hier raus. Ich habe gerade keinen Bock mehr auf diese Welt. Und darum gehen wir jetzt hier raus. Sehr schön. Wir müssen eh noch ein paar Sachen draußen machen und können auch gleich die nächste Welt öffnen. Wo wir gleich schon dabei sind, so ein bisschen rumzuwerfen. Los, steig ein in die Kapsel. Los, hopp. Wo müssen wir hin? Mystische Mulde? Ich bin gerade nicht. Ja, doch, ja, mystische Mulde. Das ist richtig. Richtig so. Es passt. Ah, die Noten habe ich gar nicht gesehen. Haben wir alle Noten in der Welt? Ich muss mal schauen. Ja, alle Noten. Okay. Das ist sehr gut.
Weil ich hatte Angst, ich habe welche vermissen. Ah nee, ich wollte ja... Oh, ich wollte nach Jinjo-Dorf und zurück zu Spiral Mountain. Springfield wollte ich gerade sagen, oh mein Gott. Ich bin bei Simpsons. Nee, Quatsch. Nach Spiral Mountain zurückzukehren, weil da etwas zu tun ist. Ah nee, das wollte ich nicht. Ah, komm. Ah ja. Nämlich was ganz Cooles, was uns ganz toll hilft. Ja, darum müssen wir das jetzt holen. Weil das so cool ist. Genau. Das ist der einzige Grund. Und es gibt keinen anderen. Ich finde die Musik hier so schrecklich. So ganz traurig. Und es gibt noch was anderes zu tun. Nee, das wollte ich auch machen. Was? Nee. Okay, ich muss hier. Und da können wir das aufbrechen. Und da ist die nächste Cartridge. Ja, darum habe ich auch die Granateneier schon geholt. Und es gibt keine. Okay, ich könnte eigentlich diese Schuhe holen, dann bin ich schnell. Und das ist der einzige Grund, warum ich diese Granateneier vorher geholt habe. Und es gibt keinen anderen Grund. Also. Und wir können das hier aufbrechen. Bam! Und da ist jetzt ein Fisch drunter. Ah, ja, das wussten wir eigentlich schon, dass da ein Fisch drunter ist, aber ja. Du hast recht, wenn ich nicht bald im Wasser graben Spiral Mountain zurückkomme, werde ich vertraut. Sollen wir nicht jetzt wohl mitnehmen? Naja, ich würde jetzt selber hingehen, aber Goldfische sind dazu auf Beine etwas minder bemitteiligt. Okay, dann nehmen wir dich mal mit. Und jetzt laufen wir den ganzen Weg, den ganzen weiten Weg bis hier rüber zu diesem Wasserlochteil. Und danke, Leute. Vielleicht ist euch diese extra Luftblasen nutzen. Luftblasen? Wir wollen wenigstens Puzzle dafür. Sorry, ich habe keine mehr. Aber ich zeige euch noch, wie man schneller schwimmt. Haltet einfach A und B gleichzeitig gedrückt. Tschüss. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt ganz viele Luftblasen und können so schnell schwimmen. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Und es ist wieder eingefroren. Komm. Komm, Spiel. Beweg dich. Beweg dich. Nee. Okay, Leute. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin zurück und verabschiede mich gleich auch wieder, weil ich, ich habe jetzt... Nee, Quatsch. Nee, ich hole noch das Ei, weil... Ja, ich habe mir jetzt eigentlich gut gespeichert, also habe ich gerade Glück gehabt. Habe ich das... Ist das... Nee, das ist noch nicht offen. Okay. Ja, ich hole das jetzt noch kurz und dann verabschiede ich mich von euch. Weil ich habe, glaube ich, keine Zeit mehr. Oder nie? Habe ich noch. Ja, das sollte eigentlich reichen. Ich hole mir diese Schuhe und gehe da rüber, um Zeit zu sparen. Und gehe mal wieder hier hoch, weil hier einfach schneller ist. Ah, und wir müssen noch zu Cheeto, genau. Dann machen wir das kurz. Ich habe kein Problem damit. Und ja, ja, doch. Dann beende ich diesen Part, weil es reicht wirklich nicht mehr, um groß was zu machen nach dem Cheeto. Ich bin Cheeto, das Baum. Ja, ja, wir wissen jetzt. Bla 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 bla. Ich fürchte, da hast du Pech. Grunty hat alle meine Sachen rausgerissen, weil ich euch im letzten Spiel geholfen habe. Es wäre natürlich sehr nett, wenn ihr nach ihm ausschalten könnt. Mal sehen, was springt für uns da raus. Wie ist Grunty eigentlich dazu gekommen, dir Seiten auszureißen? Weil die ist ja eigentlich unter dem Stein gewesen, 2 Jahre. Okay, ja, gib uns einen Cheat. Los. Ja, mach ich mal. Zutiefst verpflichtet. Der erste Cheat lautet Ferris. Verstanden? Hier ist ein kleiner Hinweis, wie man einen Cheat aktiviert. Mayawas Tempel, Kudraum, Buchstaben. Verstanden? Nein, nicht ganz. Eigentlich schon. Ja, ich weiß es nicht. Aber hier noch in diesem Menü siehst du die Cheats, die ich euch gegeben habe. Ja, sehr toll. Sehr schön. Ja, ja, okay. Ja, ja, ich hab's gesehen. Drücke den 3D-Joystick nach oben oder... Oh! Hä? Um die einzelnen Cheats auszuwählen. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Hä? Cheats, die noch nie im Kodam eingegeben wurden, sind mit neu gekennzeichnet. Ja, gut zu wissen. Oh Mann. Okay, jetzt reicht's echt nicht mehr, um hier was zu machen. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen. Tschüss.